Grüß dich, servus, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe eine spontane Tour gestartet heute, einfach mal Zeug zusammengepackt, Kajak aufs Dach rauf. Bin jetzt eine gute eineinhalb Stunden oder Stunde, ich glaube fast eineinhalb Stunden mit dem Auto weggefahren und war jetzt auf der Donau unterwegs. Jetzt momentan befinde ich mich in einem Altwasser von der Donau, beziehungsweise ist das noch ein Originalverlauf von der Donau. Schaut euch das einmal an, das ist traumhaft. Das ist ja wirklich ein Stück Natur noch. Also das ist echt schön. Da haben wahnsinnig viele Vögel, Wasservögel und so. Und das ist wirklich traumhaft. Schön. Ja, wie gesagt, ich habe nichts Großartiges geplant. Ich will einfach ein bisschen rumpaddeln. Später wahrscheinlich wieder auf Donau raus. Ich will mir das Altwasser anschauen. Ich weiß nicht, wie groß das ist. Das scheint ziemlich groß zu sein. Und will mir dann später einen Lagerplatz suchen und mir ein kleines Lager aufbauen. Da könnt ihr mich halt begleiten. Es wird nichts Großartiges. Einfach wieder eine kleine Tour von mir. Und wünsche euch jetzt schon mal vorab viel Spaß. Bis später. Für euch. Aber ihr denkt, ja, ihr seht, ich habe meinen Platz ausgewählt. Ist ein wunderbarer Platz. Und habe jetzt schon ein bisschen Holz gesammelt. Das habe ich sehr weit hertragen müssen. Das war jetzt wirklich eine Arbeit von, glaube ich, knapp 2 Stunden, bis ich da mein Holz gefunden habe. Einiges und kann da draußen was bauen. Ja, vom Wasser, denke ich, bin ich weit nur weg. Das weiß ich jetzt gleich, weil im Hintergrund, ich denke, ihr werdet es sehen. Da kommt jetzt das Schiff rauf jetzt der Donau. Und bin immer gespannt, wie hoch die Flutwelle jetzt da raufkommt. Vorher sind wir eins runtergefahren, ziemlich schnell sogar, und die Flutwelle ist ungefähr 1 Meter rauf. Von dem her müsste die da eigentlich jetzt diesmal geschützt sein. Okay, ich mache jetzt weiter. Ich muss unheimlich schwitzen, weil es extrem warm ist. Und dann glaube ich, brauche ich eine kleine Abkühlung. Aber jetzt schaue ich, dass der Tab einmal steht und so, das Schlafsetup. Und Holz habe ich auch weitgehend schon gemacht. Das ist schon mal sehr gut, dass ich ein bisschen vorgearbeitet habe, halt ein bisschen andersrum einmal. Und genau, dann sehen wir uns gleich. Thank you.
Es ist so brutal warm. Es ist Wahnsinn. Ich habe schon direkt Kopfweh. Ich habe jetzt unheimlich viel geschwitzt. Habe jetzt ziemlich schnell mein Lager aufgebaut. Habe wieder den Fehler gemacht, dass ich heute sauber zu lang rumpaddelt bin. Und das muss man dann immer büßen. Okay, aber soweit bin ich jetzt fertig. Ich habe ein bisschen Holz gemacht. Das reicht jetzt für heute. Ich habe jetzt keine Zeit mehr, das aufzuschlichten. Und ja, das Lager lebt sich jetzt langsam ein dann mit der Zeit. Ein paar Kleinigkeiten noch. Dann passt es soweit für heute Nacht. Und ich gehe jetzt ein bisschen schwimmen, weil ich brauche ein bisschen Abkühlung, weil ich habe schon direkt, wie gesagt, Kopfweh. Und dann geht's weiter. Bis später. Traum. Wirklich. Genau das habe ich jetzt gebraucht. Das Wasser ist schon ziemlich frisch, muss ich sagen. Also man merkt, es kühlt in der Nacht ab und das Wasser geht auch ein bisschen zurück von der Temperatur. Aber es ist richtig gut. Das war jetzt herrlich, traumhaft. Ich war jetzt eine gute halbe Stunde in dem Wasser drin. Ich wollte gar nicht mehr rausgehen. Ich bin aber dann rausgegangen, weil von da hinten ist ein Frachtschiff gekommen, Donau aufwärts. Und das war voll beladen. Das habe ich dann Kamera aufgestellt, dass ihr es auch seht. Und das Wasser ist extrem weit raufgeschwappt diesmal. Das war jetzt bei den anderen Schiffen überhaupt nicht der Fall. Da war das vielleicht ein Meter. Jetzt ist aber da oben war die Grenze. Also da ist noch ein bisschen Wasser rauf. Ja, ich sage jetzt einmal, ich hoffe, ich mache den gleichen Fehler nicht zweimal, wo ich schon gemacht habe. Aber ich sage jetzt einmal, scheiß drauf, manche lernen es nie. Oder vielleicht lerne ich es dann, wenn es wirklich heute einmal passieren sollte, dass es mich überflut, vielleicht lerne ich es dann. Dann glaube ich, meide ich sichere die Plätze absolut. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das noch weiter aufsteigt. Glaube ich nicht. Ich bin da ein bisschen geschützt, ich bin da wegen einer Bucht drin. Schauen wir mal, was passiert. Ich will es euch nicht vorenthalten, ich will es euch zeigen. Ja, wie ich heute beim Holzholen war, bin ich ja ziemlich weit umeinander gekommen, weil ich wirklich sehr wenig gefunden habe. Glaubt man es kaum. Und bin da in die Sträucher und Wälder da hinten gewesen, in die Richtung. Und wir haben unheimlich Mücken gestochen. Also die waren ziemlich aktiv da in dem Gebiet. Und das nachmittags schon, wird abends ganz lustig. Ich war überhaupt nicht geschützt. Und möchte euch was zeigen. Das hat mir ein Abonnent in den Kommentar geschrieben. Ich weiß aber den Namen jetzt nicht von den Abonnenten. Da ist irgendwie um Mückenschutz gegangen. Und ihr wisst ja, ich nehme ja verschiedene Mückenschutzsalben und Sprays her. Ganz begeistert bin ich ja vom Balistol, vom Stichfrei. Ist sehr gut. Ist auch keine Chemie. Autan habe ich auch. Ist auch wirklich sehr gut, Autan, muss ich sagen. Aber bei mir ist es so, wenn ich mit Autan komplett einschmiere oder einspray, dann fühle mich nicht gut dabei irgendwie, keine Ahnung, das ist anscheinend nur eine Kopfsache, das ist irgendwie so voll die Chemiekeule. Ich weiß nicht, mir taugt es halt nicht so. Und der hat dann das mir empfohlen, ich hoffe, ihr seht es jetzt. Das ist ein Naturprodukt, das kommt aus Schweden, da ist
Pinta drin, Pintaöl und Beeswachs. Okay, ich gehe mir davon aus, dass das Pinienteeröl ist und Bienenwachs. Und das probiere ich jetzt einmal. Das ist ein absolutes Naturprodukt aus Schweden. Ich habe es noch nicht hergenommen. Ich werde es aber jetzt erst mal hernehmen und dann mal schauen, wie es ist. Genau. Schaut so aus. Schmeckt wie... wie schmeckt es denn? Ja, wie ich damals mit dem Motorradl ins Elefantentreffen gefahren bin, das Wintertreffen, die meisten kennen das von euch, und war da 3-4 Nächte dort und bin am Lagerfeuer gesessen mit der Lederhosen, dann habe ich auch so geschmeckt. Richtig, richtig geräuchert. Krass. Gut. Mit dem cremen wir heute mal ein und schauen wir mal, wo es dabei rauskommt. Das ist eben das Schöne, weil ich gebe euch ein bisschen was von meinen Videos und so, ein bisschen was, was ich weiß, gebe ich euch. Und ihr gebt mir unheimlich viel zurück. Genau solche Sachen. Ich lerne so viel durch eure Kommentare und so. Weiß ja nicht so, dass ich der Vollprofi bin. Es sind von euch Leute dabei, die wissen weitaus mehr. Und die geben mir sicher Tipps. Freut mich. Okay, ich werde es probieren und berichten. Bissl und Zunder sammeln. So, jetzt habe ich wunderbar gespeist, perfekt, war sehr gut, war auch nötig, mir hat schon gehungert, habe sehr viel geschwitzt heute, habe sehr viel paddelt, ein bisschen geschwommen und sehr viel Holz gemacht und, da ist gut, wenn man ein bisschen was isst. Ja, und jetzt geht es nochmal zu dieser Box hier, das habe ich in meinem letzten Video, letztes Video habe ich es angesprochen. Und zwar ist da Räucherwerk drin, also verschiedene Räucherkostproben vom Andreas aus Nürnberg. Das ist ein Künstler, ein Maler, und der hat mir das alles geschickt. Und da würde ich heute mal ein bisschen räuchern. Ich weiß noch gar nicht, mit was ich anfange. Er hat mir so Tabletten mitgeschickt, so Kohletabletten, die lege ich da her und lege die Räucherware drauf. Und ich glaube, das, wo mich da ganz stark interessiert, ist das Drachenblut. Andreas, ich sage nochmal Danke an der Stelle. Ich würde das alles sauber verräuchern und nichts mischen erst am Anfang, sondern jeweils die einzelnen Proben testen, um herauszufinden, wie das Ganze riecht und was für einen Nutzen das Ganze auch hat. Da muss ich mich noch ein bisschen besser befassen. Momentan komme ich nicht dazu, weil ich sehr viel um die Ohren habe, aber ich arbeite daran. Wie gesagt, Andreas, danke und jetzt räuchert man Drachenblut. Ah, okay, ich fange jetzt einmal die Räucherei an mit dieser Glimmkohle oder wie auch die immer heißt. Ich weiß nicht, keine Ahnung, ich weiß auch nicht, wie es funktioniert. Muss ich ehrlich zugeben, keine Ahnung. Ich zähle es jetzt einfach mal an und die wird wahrscheinlich glimmen. Ich weiß, dass man es in einen gereinigten Quarzsand einlegt oder in einen gereinigten Sand.
dass Unreinheiten dabei sind mit verbrennend. Und ja, die Räucherware legt man dann oben drauf, das weiß ich. Und ich glaube, sowas nimmt man dann nachher zum Shisha-Raucher, also die Wasserpfeifen, was es da gibt. Und ja, keine Ahnung. Ich probiere es jetzt einfach mal zentrum ab. Schauen wir, was passiert. Also der Andreas hat mir ziemlich viel dazu geschrieben, zu der ganzen Räucherei. Er hat anscheinend echt Plan. Und er hat gesagt, vom Drachenblut wirklich sehr wenig nehmen. Wow, schmeckt echt gut. Hervorragend. Ja, momentan habe ich Besuch von so Fliegen, das sind glaube ich so Eintagsfliegen, und das ist echt krass. Also da sind jetzt ungefähr, keine Ahnung, auf jeden Fall muss ich nicht mehr nachlegen in der Buschbox, da fliegen so viele rein. Das tut mir zwar leid, aber ich kann es nicht ändern, aber das sind Millionen, das ist Wahnsinn. Aber die beißen nicht und gar nicht, von dem her stressen sie mich eigentlich gar nicht so. Die haben sogar vordrungen bis zur Unterhosen, haben mich hinten reingeflogen und habe es dann schon an der Unterhosen drin gehabt. Ein bisschen unangenehm, aber naja, solange es keine Mücken sind, mein Teelicht geht jetzt auch gleich aus, weil sie viel drin sind. Ja. Traumhaft, traumhaft, meine Herren, meine Damen, sehr schön. Ja, ich heiz jetzt die Buschbox sauber, dass es gescheit verzirkt. Ich weiß, ist aber kein Problem, weil dann nimmt man einfach ein bisschen ein Brett und einen Hammer und dann wirkt man es wieder aus. Ganz einfach. Ja, und sonst ist es traumhaft heraus, das ist einfach wahnsinnig schön, mir gefällt das. Ah, so super. Oben ist der Sternenhimmel. Man sieht sogar die Milchstraße heute. Echt schön. Und ich glaube, es wird wieder mit Zeit langsam, weil in den letzten Videos bin ich aber irgendwie nicht dazugekommen und hat irgendwie nicht geklappt für Buschbox TV. Und ich glaube, einfach eine Minute oder zwei kann man es wieder mal gönnen. Einfach ein bisschen in sich gehen, ein bisschen genießen, ein bisschen nachdenken. Und das machen wir jetzt da. Jetzt schauen wir uns ein bisschen Buschbox TV an.
Ja, ich blase mir jetzt meine Isomatten auf und mein Kopfkissen und dann ab in die Tüte. Und ich hoffe, dass halt nichts passiert, dass mir nicht überflut. Das hätte man sehr wünschen, weil ich halt keinen Bock drauf jetzt. Weil ich einfach schlafen möchte und morgen mir einen Sonnenaufgang anschauen möchte und einen schönen Kaffee trinken. Und ja, genau. Sehen wir uns alle morgen in der Früh. Bleibt dabei. Pfiat euch. Guten Morgen, grüßt euch. Ja, es ist wieder Tag. Die Nacht ist vorbei, Gott sei Dank. Ich habe keine gute Nacht gehabt heute, muss ich wirklich sagen. Ich bin bei jedem Schiff aufgekommen und sofort rausgeschaut, mit der Taschenlampe ein bisschen geleuchtet, wie es das Wasser verhält. Es waren einige Schiffe unterwegs. Es hat fast nie was gefeilt, außer bei zwei Schiffen. Das waren so große Passagierdampfer. Die waren wirklich riesengroß und waren sehr schnell drauf, flussaufwärts. Und da ist Wasser jetzt bis dahinter. Ich habe mir da ein bisschen was rumgebaut. Das hat sehr gut standgehalten. Und das Wasser, man sieht dahinter, das ist wirklich bis rauf. Also das war echt enorm, wie stark das Wasser da zurückzieht. Da ist ziemlich seicht. Also das hat fast 10 Meter zurückgezogen. Und dann ist es aber wirklich krass gekommen. Da habe ich schon wieder gemeint, okay, es ist soweit. Ich habe meine Schuhe gleich gehalten. Meine Kleidung habe ich alles wasserdicht schon verpackt gehabt. Habe ich ein bisschen was gelernt vom letzten Mal. Und ja, Gott sei Dank ist nichts passiert. War mal wieder eine Lehre. Ich habe es jetzt noch mal probiert. Heute ist gut ausgegangen. Und das nächste Mal gehe ich noch weiter weg. Auf jeden Fall. Also das Wasser ist schon echt enorm. Wie das arbeitet da draußen, das glaubt man gar nicht. Das ist echt krass.
Naja, und ansonsten war ich ziemlich lang auf gestern. Ich glaube, da war es schon 1:30. Ich bin dann ins Bett und habe nicht gescheit schlafen können irgendwie durch das mit den Schiffen und habe ein bisschen Kopf gehabt, weil Tag, Nachmittag, gestern war es extrem warm und schwül, also es war wirklich krass. Und das hat ein bisschen wahrscheinlich meinen Körper ein bisschen stark belastet und von dem her ein bisschen Kopfschmerzen gehabt und ein bisschen schlecht war mir. Aber im Großen und Ganzen hat es gepasst. Ich bin dann um 5 Uhr aufgestanden, haben mir den wunderbaren Sonnenaufgang angeschaut. Jetzt ist es schon vorbei, weil jetzt ist es ja wieder bewölkt, jetzt ist die Sonne über die Wolken. Und davor habt ihr es ja selber gesehen, also das war schon krass. Also das mit dem Smoke on the Water, das hat schon echt gut ausgeschaut. Hat mir schon ganz gut gefallen. War wirklich schick. Ja, genau. Und sonst muss ich sagen, meine nächste Tour geht wieder im Wald aus, definitiv, weil ich muss feststellen, das so mit dem Kajak rumfahren ist absolut geil. Ich will es auch weiterhin machen, definitiv. Aber wenn man jetzt so eine kleine Bushcraft-Tour macht, ist einfach im Wald draußen das Schönste. Das ist es so. Also bei mir ist es auf jeden Fall so. Also das ist ein anderes Feeling, das ist geil. Das ist eine ganz andere Atmosphäre, wenn man im Wald draußen aufkommt in der Früh und die Bäume und die ganzen Vögel und die Stille, weil die hat man da eigentlich nicht so stark, weil man hört von weiter weg der Autobahn. Und das hat man im Wald drin nicht. Die nächste Tour geht wieder schön weit im Wald. Ich habe jetzt da was rausgekriegt, habe jemanden getroffen und der hat mir einen Geheimtipp gegeben und das schauen wir uns jetzt bald an. Das wird ziemlich weit im Wald drin. Ich war in dem Gebiet noch nie und das wird wirklich interessant. Mal schauen, vielleicht mache ich da eine Survival-Tour oder vielleicht einfach eine Bushcraft-Tour. Ich muss einmal schauen. Ja, und sonst möchte ich jetzt am liebsten gleich weiterfahren. Einfach am besten 3 Wochen, war super. Jeden Tag ein anderes Lager, das war einfach traumhaft. Jetzt 6-7 Stunden paddeln und dann wieder Lagerbau. Das wäre es, aber ihr wisst, ich habe auch Familie daheim und Kinder, Frau, Verpflichtungen, klar. Da kann man nicht immer abhauen. Da haben so kleine Zeitfenster, wie man es ich verschaffe, schon sehr gut und sehr hilfreich für jemanden wie mich. Und die tut mir auch sehr gut. Aber ich hätte auch auf 2-3 Tagestouren heute früh auch öfter gemacht. Ich muss jetzt einmal schauen, wie ich das umsetze. In nächster Zeit habe ich das auch vor. Auf jeden Fall im Herbst jetzt schon. Okay. Und sonst gibt es da nicht viel zum Sagen. Ich will noch ein bisschen da bleiben. Ich will noch ein bisschen genießen jetzt. Schauen wir das Ganze ein wenig an. Dann baue ich da alles sauber ab, ordnungsgemäß. Verräume alles, mache den Platz wieder sauber und dann paddel ich wieder. Ich glaube, dass ich 2 Stunden drauf paddeln muss. Gute 2 Stunden flussaufwärts. Mal schauen, ob ich das Auto finde. Und ja, ansonsten. Ihr habt das auch gesehen hier mit diesen Eintagsfliegen. Das war echt krass, also das war brutal. Die sind ganze Schwärme gekommen. Da war der ganze Strand komplett weiß. Nur durch die Flut, wo dann gekommen ist, von den Wellen, hat es alles wieder weggezogen. Das hätte ich euch gern gezeigt. Das war Wahnsinn. Also das war teilweise so hoch, alles mit Eintagsfliegen bedeckt. Also war schon krass. Also habe ich es auch so noch nie gehabt. Hat mich aber auch nicht gestresst, überhaupt nicht, weil die stechen ja nicht und gar nichts und von dem her haben sie mich nicht gestresst. Das Blöde war, wenn sie hinten eingefallen haben ins Hemd und wie gesagt, ich habe es gestern schon gesagt, und teilweise ein bisschen Unterhosen habe, war ein bisschen komisch, aber mein Gott, das gehört dazu in der Natur raus. Wir sind ja auch Teil von der Natur und von dem her ist es so. Okay, dann würde ich sagen, sehen wir uns bald wieder, sehr bald sogar und geht's auch raus, lasst es euch gut gehen, macht es Touren. Weil es ist einfach wirklich schön, man kann wunderbar entspannen und alles, das ist einfach richtig schön. Alles klar, dann sage ich an alle Abonnenten und die, die noch cool Abonnenten sind, könnt ihr gerne abonnieren. Da hat mich natürlich auch gefreut, klar, mag auch ein bisschen vorwärts kommen. Und wir sehen uns bald wieder. Macht es gut, Kaffee ist alle, muss man auch machen. Für euch!